Was für ein Empfang. Schöner hätten uns die Mitarbeiter und Bewohnerinnen des Hauses Mutter und Kind nicht empfangen können. Das Leben hier ist nicht immer nur fröhlich und heiter. Hier finden verzweifelte schwangere Frauen und junge Mütter eine Zuflucht und Unterstützung. Wir unterstützen die Frauen also in allen Alltagsfragen und sind auch Ansprechpartnerinnen für Krisen und Momente, wo sie vielleicht so an einem Punkt sind, wo sie nicht genau weiter wissen. Für das sind wir da. Aktuell wohnen im Haus 9 Frauen mit ihren Kindern. Eine davon ist Jacqueline. Sie lebt seit einem Jahr hier. Ich bin nach der Trennung von ihrem Vater hier eingezogen mit nur Startschwierigkeiten beim Baden gehen, schlafen mit ihr. Ich habe jetzt da auch viele Freunde gefunden und auch durch selbstbewusster werden. Lili hat sich auch super entwickelt. Das sieht man in allen Hinsichten auch und ich bereue das überhaupt nicht. Ich vermisse sogar, wenn ich jetzt dann ausziehe, die ganzen Leute. Auch Marissa ist vor 5 Jahren in das Haus Mutter und Kind gekommen. Mittlerweile wohnt sie nicht mehr hier, sondern arbeitet als Hauswirtschafterin in der Einrichtung der katholischen Jugendfürsorge. So gut es geht, möchte sie anderen Müttern helfen, so wie auch ihr hier geholfen worden ist. Mir bedeutet das sehr, sehr viel, weil ich kann jetzt sogar noch Fragen stellen, wenn ich irgendwelche Probleme habe oder Tipps brauche, sind meine Kollegen immer für mich da und ich kann eben nachfragen. Das Haus Mutter und Kind nimmt sich jungen Frauen an, die einfach nicht mehr weiter wissen und hilft ihnen dabei, in eine positive Zukunft zu starten. Das Problem, es gibt hier nur 9 Plätze und einen Notfallplatz. Rund 80 Frauen stehen auf der Warteliste. Und genau hier kommen ihre Spenden ins Spiel. Denn diese fließen alle in die Entstehung von 5 weiteren Plätzen gegenüber des bestehenden Hauses. Was wir im neuen Haus ganz dringend brauchen und das so ganz eine zentrale Stelle ist auch, ist unser Therapieraum, also wo wir die Mütter und Kinder sich gemeinsam aufhalten können und wir unsere pädagogischen Angebote für Mutter und Kind halten können. Sie sehen also, hier kommen ihre Spenden an und helfen dabei, dass junge Mütter in ein besseres Leben starten können.